Und willkommen zurück, liebe Freunde, bei Star Wars Knights of the Old Republic. Ja, und nachdem die letzten Folgen ein bisschen ruhiger waren, steppt jetzt hier gleich der Bär. Denn wir sind leider aufgeflogen. Ich bezweifle, dass wir uns wieder tarnen können. Ich vermeide, was ich kann. Ja, habe ich ja gesagt. Aber das ist weiter kein Problem. Droiden haben bei uns gar keine Schnitte. So, das machen wir jetzt nochmal. Ich bin Darth Revan, Bitch. Haben wir noch einen Druiden? War hier nicht gerade noch ein Überlebender, sag mal? Ich vermeide, was ich kann. Der hat uns gar noch nicht gesehen da hinten. Den lassen wir in Ruhe. Gut, wir haben irgendwo irgendeine Tür geöffnet. Um ehrlich zu sein, habe ich aber keine Ahnung wo. Obwohl, ich habe einen Verdacht. Wahrscheinlich hier am Ende, oder? Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, ein bisschen schade, dass wir hier ein paar Sachen verpassen, die wir nicht lesen können, weil die Dateien mit der englischen Version des Spiels kompatibel sind, aber nicht mit der deutschen. Das ist wirklich sehr schade. Das ist natürlich mit ein Grund, warum die Mod in Deutschland bislang nicht so bekannt ist. Aber deswegen will ich die auch übersetzen. Wer läuft denn da? Ach, das ist wieder so ein Droide. Deshalb will ich die Mod ja auch übersetzen, wenn es genug Leute gibt, die die Mod auch gern übersetzt haben wollen. Ich bin drauf und dran, einen Kickstarter zu starten, einzurichten. Wo, falls ihr Interesse habt, ihr gerne 1 Euro oder 2 oder 25 oder 100, je nachdem wie viel es euch wert ist, einzahlen dürft. Mein Ziel ist es, einfach genug Geld zu haben, genug Geld zusammenzukriegen, dass ich halt einen Monat lang leben kann, ohne arbeiten zu müssen, und dann würde ich mir halt die komplette Zeit nehmen, diese Mod zu übersetzen. Komplett auf Deutsch und halt zu testen, dass es halt überall funktioniert, dass wir zum Beispiel nicht diese blöden Aufzugprobleme haben. Da ist schon wieder ein Twi'lek da auf dem Boden. Und wenn richtig viel Geld übrig bleibt, dann habe ich mir überlegt, man kann die Mod ja dann sogar nicht nur untertiteln, sondern halt auch die Sprechrollen neu vertonen, eventuell mit deutschen Synchronstimmen. Und dann habe ich mir überlegt, wenn die Leute richtig spendabel sind, wenn das gewünscht ist, würde ich sogar professionelle Synchronsprecher dafür anwerben. Beliebte Synchronsprecher eben, vielleicht tatsächlich welche aus den Star Wars Franchise, ne? Dass man irgendwie so eine berühmte Stimme hat, sowas wie Obi-Wan oder Luke Skywalker, dass die Synchronsprecher dann hier irgendeine Rolle übernehmen. Das wäre mir echt lieb. Da muss ich die mal anfragen, wie viel die denn dafür nehmen würden und ob die überhaupt bereit wären, dazu sowas zu tun. Ich habe die ganzen Namen von den Synchronsprechern gerade nicht präsent, aber da gibt es ja schon tolle Stimmen. Ne? Also da muss Deutschland muss sich da wirklich nicht verstecken mit der Lokalisation. Das ist, glaube ich, eine der besten der Welt mit richtig guten Synchronsprechern. Also andere Länder, die synchronisieren, die machen das wesentlich schlechter als unsere Synchronsprecher. So, jetzt gucken wir mal die nächsten Fragen an. Wer wurde der meistgesuchte Mann der Galaxis durch ein Attentat auf einen Flottenkommandeur der Republik während der Mandalorianischen Kriege? War das Bendax Starkiller oder ist das Cassus Fett gewesen? Ich schätze Bendax Starkiller. Von Gorma Uzulim habe ich noch nie gehört. Cassus Fett war ein Commander während der Mandalorianischen Kriege. Das muss Starkiller gewesen sein. Ich weiß noch, wer Bendax Starkiller ist. Das ist der Champion gewesen auf Taras, der nur Todesduelle gemacht hat.
Aber was der für eine Hintergrundgeschichte hatte, das ist mir entfleucht. Das ist ja schon so lange her, fast so über ein Jahr, dass ich mit dem gekämpft habe. Naja, gut. Über ein Jahr nicht, aber bestimmt ein halbes ungefähr. Ich tippe auf Bendak. Mist, stimmt nicht. Welche der folgenden Planeten... ist während der Mandalorianischen Kriege durch Nuklearwaffen größtenteils zerstört worden? Ich glaube, Sirocco. Ja, das stimmt. Welche der folgenden Namen gehört dem berüchtigten Droiden der an die Mandalorianer oft als Reitgelegenheiten in den Schlachten benutzen? Das sind Basilisken-Kriegsdruiden. Darth Revan soll einen legendären Ichani-General getötet haben. Wie ist der Name dieses Generals? Das war Yusanis. Das weiß ich zufällig, weil ich bin ja selbst Ichani. Beziehungsweise ich mag die Geschichte der Ichani selbst sehr gern und habe deshalb auch unseren Hauptcharakter zu einem Ichani gemacht. Und deswegen weiß ich selbstverständlich, dass das Yusanis war. Gut, das hätten wir. Ich vermeide, was ich kann. Du siehst mich nicht. Du siehst mich einfach nicht. Der sieht uns. Das ist ja unverschämt. Der hat uns die längste Zeit gesehen jetzt. Ich vermeide, was ich kann. So, was mit der Werkbank? Haben wir irgendwas noch aufzurüsten? Das ist gar keine schlechte Frage. Wollte ich nicht irgendwas mit den Laserschwertern anfangen? Kristalle? Nö, das ist eigentlich ganz okay. Was haben wir denn da noch? Haben wir ja irgendwelche von den Rüstungen, die wir jetzt bekommen haben, die aufrüstbar sind. Danach sieht es auch nicht aus. Das Exoskelett ist voll aufgerüstet. Fernkampfwaffen... Nahkampfwaffen? Nee. Eigentlich bin ich mit unserer Ausrüstung ganz zufrieden. Okay, also das war definitiv der Raum, den wir neu aufschließen mussten. Wo war denn jetzt der Generatorraum? Da hinten, ne? Genau. Da klopft doch irgendwas. Was geht denn da jetzt vor sich? Da jemand an die Tür? Jemand eingesperrt? Hallo? Ja, möglich. Voll unheimlich, ey. Ja, einfach so ein Türklopfen einzubauen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht, Freunde. Okay, aber wir können die Tür bestimmt gleich öffnen und dann haben wir das Rätsel gelöst. Alter, aber das macht mich gerade wahnsinnig, dieses Gekloppe. Oh, jetzt! Es ist mitten in der Nacht, komm mal auf die Uhr! Ich ruf die Polizei, ich zeig dich an, du Arsch! Onderon war eine Monarchie, die direkt von einem Sith Lord abstammt. Der den Planeten hunderte von Jahren zuvor erobert hat. Wie war der Name dieses Sith Lords? Und das ist ein Wissen aus den Tales of the Jedi Comics. Das gehört zum Hintergrund dieser Geschichten. Und das war Freedonet. Nachzulesen in dem Freedonet-Aufstand. Deshalb kann man sich das so gut merken. So, die große Jagd ist der Name für das systematische Abschlachten durch einer Spezies von machtvollen Bestien durch die Jedi. Bestien, die sich an dem Blut von Machtsensitiven genährt haben. Wie ist der Name dieser Bestien? Das waren
Statik. Mit denen hatten wir es ja auch schon zu tun. Und die letzte Frage. Welche der folgenden Welten im äußeren Rand ist für ihre großen Vorkommen an Tibanagas bekannt? Das klingt sehr nach... Ich hätte jetzt Bespin gesagt, das steht gar nicht zur Auswahl. Puh, ja, ich schätze Peragus. Das ist was, was Spieler von dem zweiten Teil von Knights of the Old Republic wahrscheinlich sehr gut wissen. Ja, mal sehen, wann und ob wir den zweiten Teil noch spielen. Eigentlich will ich den ja nochmal irgendwann spielen mit euch als Let's Play. Aber das muss wahrscheinlich erstmal ein bisschen liegen bleiben. Denn ich muss mein Leben erstmal ein bisschen auf die Reihe bekommen im Moment, ehrlich gesagt. Aber Let's Play Nummer 1, ziehen wir durch. Peragus. So, die Republik wurde als die größte galaktische Regierung für tausende von Jahren dieses Gekloppe macht mich wahnsinnig. Ich habe echt Übersetzungsprobleme deswegen. Nur wegen dem Gekloppe. Nach welchem der folgenden Kriege wurde die Republik zuerst geformt? Uff. Die 100 Jahre Finsternis, die kommt doch erst später, oder? Mandalorianische Kriege? Nein, nein, nein. Das waren bestimmt die Unification Wars. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich teste es einfach mal. Puh, Glück gehabt. Aber Freunde, gut. Ich hatte jetzt da keine Ahnung. Viele von euch werden das nicht gewusst haben. Da muss man echt ganz viel aus dem Expanded Universe wissen. Von Star Wars. Aber ich schätze, dass die Informationen eigentlich alle irgendwo in den Itemtexten zu finden sind, die wir nicht lesen können. Jetzt müsste doch die Tür hier aufgehen, oder? Ich vermeide, was ich kann. Testen das mal. Geht nicht auf, das ist ja wunderbar. Mit anderen Worten, das Gekloppe soll uns einfach nur verrückt machen. Weil dahinter irgendwas ist, was zu uns durchdringen will und uns umbringen. Das ist natürlich sehr beruhigend. So, jetzt geht's schon los, habe ich das Gefühl. Was denn? Da ist noch wer? Das ist Solomon. Das ist Solomon. Wir haben ihn gefunden. Was? Wo ist er denn? Arise, become greater beings. Och nö, hätte ich doch mal die Schnauze gehalten. Ich will doch keine Zombies haben. Bitte nicht. Und jetzt geht die Scheißtür auch noch auf. Das ist ja ganz toll. Was? Nee, 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 nee. Deshalb war ich doch getarnt. Ich vermeide, was ich kann. Die scheißen leider auf unsere Tarnung. Oh, und die hauen auch echt fies zu, sehe ich gerade. Wir müssen Shadow direkt mal aufleveln. Sonst geht die gleich down. Tja, Heilung würde sich wahrscheinlich lohnen. In Sachen Kräfte. Tja, was lassen wir sie denn lernen? Dunkelseite-Kräfte sind eigentlich nicht so schlecht, ne?
Ich bin ein bisschen überfragt. Ich nehme mal Machtgeschwindigkeit. Das ist immer gut. So, und bevor wir noch irgendwas anderes machen, sehen wir zu, dass wir uns ein bisschen boosten. Und vielleicht hilft ein Machtwirbel. Das sieht tatsächlich sehr hilfreich aus. Energiewaffe sehe ich gerade keine, also ist das nicht weiter wichtig. Na, da wird nur so rumschreien. Ach, die grüne Neue. Also Shadow ist schon down gegangen. Die hat aber auch nur so ein Bikini angehabt. Wir haben eine richtige Rüstung, also das kriegen die nicht so schnell hin. Denke ich. Machen wir mal ein bisschen Crowd Control. Schmeißen wir mal ein Medikit ein. Oder zwei. Nehme sehr gerne ein Kampfstimulanz. Und dann, liebe Freunde, bin ich bereit, weiterzumachen. So, dann noch ein bisschen noch Kontrolle hier. Hier ist doch kein Thema. Was? Nein, ich will eigentlich kritischer Treffer. Das ist unsere Kampftechnik. So, weil sie funktioniert. Was sich bewährt hat. Alle hops. So, einer nach dem anderen. Die KI ist einfach nicht so pralle. Solange wir nichts machen, greifen die einen gar nicht an. Schade, ich kann jetzt nicht in die... Oh, ich kann in die Ego-Perspektive. Na, Madamechen, ich fürchte, ich muss dich auch ausschalten. Sonst geht die Mod hier wahrscheinlich nicht weiter. Ist nichts Persönliches. Aber ich habe das Let's Play schon genügend in die Länge gezogen. Tut mir leid. Ich kann meinen Zuschauern nicht mehr spielen. So. Gibt's Freude zu machen, oder... Tatsächlich. Hallo? Shadows Level ist noch nicht besonders hoch, ne? Okay. Jetzt waren wir hier. Wir können ja mal gucken, wo die hergekommen sind, finde ich. Uns auch nicht mehr zu tarnen, um ehrlich zu sein. Das war wahrscheinlich die ganze Bedrohung, die auf dieser Ebene gelauert hat. In einer Kantine waren sie eingesperrt, haben sich wahrscheinlich eingesoffen. Ordentlich Schulde gekippt, wie man in Berlin sagt. Oh. Ist ja noch so einer. So, komm her, hol dir deine Backpfeife ab. Das ist ein Sonderangebot heute. Also wenn du kannst, solltest du auch eine Machtfähigkeit zu Shadow.
Madamchen, Majärchen. Oh, oh, oh. Die muss gelevelt werden, die gute Frau. Moment. Die ist noch nicht ganz auf dem neuesten Stand, wo sie sein sollte. Ich investiere mal in ein paar Ränge, die ich für nützlich halte. So, so, ja, ja. Zwei Waffenkampf für sie auf jeden Fall. Das passt ganz gut. Verbesserter Schild auch immer gern. Weiter geht's. Und der bringt wieder auch noch Verheer. Schnauze, Toaster. Fassbar. Alles klar, Shadow? Es ist uns gelungen, auf die Wohnebene der Minenanlage vorzudringen. Ah. Ich bin für immer euer Schatten, mein Lord. Wie viele von denen treiben sich denn hier noch rum, verflucht? Das kann nicht wahr sein. Ich wollte die Folge gerade beenden. Jetzt kann ich schon wieder mal sein. Freunde, jetzt sieht das Let's Play in die Länge. Das ist völlig unverantwortlich. Spannend finde ich das jetzt aber auch nicht, die Leute hier wieder zu wechseln, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich vermeide, was ich kann. Ich finde fast, wir können hier wieder getarnt durch. Ja. Es sind noch mehr von den Brüdern und Schwestern. Die tun mir ehrlich gesagt so ein bisschen leid. Wahrscheinlich sind es so eine Art Zombies. Auch wenn die Textur das nicht so... Ach, die sind einfach nur corrupted. Also wahrscheinlich wirklich wahnsinnig. Aber vielleicht, wenn es mir gelingt, Solomon Spun über die zu brechen, werden die vielleicht wieder normal. Ich muss nur hier auf dem Kontrollpanel die Tür öffnen. Schlüsseln bitte. Und da kommen sie auch schon. Okay, also folgendes. Wir werden den Flur noch mal eben ganz kurz aufrollen, würde ich sagen. Und dann werden wir einfach in der nächsten Folge durch die Tür durchgehen und schauen, wie es weitergeht. Ich glaube, das kann man so machen.
elend lange Kampfmusik, die geht mir auch schon auf die Säcke. So, komm, räumen wir die auch noch weg da. Also, hops, das geht ganz schnell. So, du musst gleich weg vom Fenster, mein Freund. Wie gesagt. Du schreit ja wie eine Frau. Hat Solomon denen die Eier abgeschnitten oder was? Ich werde von Eunuchen angegriffen. Von der Wohnebene zur Eunuchenebene. Jetzt ist es aber Eunuch mit euch. Jetzt habe ich hier Eunuch. Eunuch habe ich. Schicket, Kerle. Genug. Berliner sagen genug, ich sag Eunuch. Ah, irgendwie wird es nicht witziger, ne? Also gut, Freunde. Ich habe keine Ahnung, warum die Musik nicht aufhört. Wir haben schon längst alles niedergemacht hier. Aber ist okay. In der nächsten Folge treten wir durch diese Tür. Dass ich jetzt hier über die Pauken und Trompeten drüber schreien muss, nervt mich auch so ein bisschen. Aber okay. In der nächsten Folge durchtreten wir diese Tür und schauen uns an, was auf der anderen Seite liegt. Wahrscheinlich geraten wir in irgendwelche Minenschächte und danach in das Ödland von Korriban. Ich bin sehr gespannt, wie es dort aussieht und was es schließlich mit Solomon auf sich hat. Alter Schwede, Musik. Danke, lass mal die Flöte drin jetzt. Also, bis zur nächsten Folge, euer Ben Stormrider. Bye, bye.